Das wäre geil. Der springt. Der springt. Der sagt noch zu ihm. Guter Ball. Nimm ihn direkt. Risiko. Oh, shit! Sehr viel vorgenommen heute gegen Meisterschaftsanwärter, haben uns teuer verkauft, haben ein sehr gutes Spiel abgeliefert, genau so wie wir es eigentlich vorstellen wollten, Nadelstiche setzen, was wir auch über das ganze Spiel auch gemacht haben. Ich denke mal auch die Führung war in Ordnung, wir haben sehr wenig zugelassen. Freiburg ist natürlich eine sehr spielerisch starke Mannschaft, wo es erstmal gilt auch alles zu verteidigen, was möglich ist. Das haben wir sehr gut gemacht heute, haben dann die Nadelstiche auch zum Tor umgemünzt, zum 1-0. Gehen auch mit dem 1-0 länger verdient in die Halbzeit. Und ja, zweiter Durchgang, haben wir gewusst, was uns erwartet. Verlieren dann Spieler mit Gelb-Rot nach 5 Minuten. Und so war es eigentlich dann mit den Nadelstichen schon erledigt. Ja, wir mussten dann mit 10 Leuten hinter verteidigen. Und ich muss sagen, wir hatten trotzdem bis dahin auch die dickste Chance, denke ich mal, zum 2-0 zu erhöhen. Kriegen dann im Anschluss dann das 1. Und ich denke mal, dass am Schluss dann auch ein leistungsgerechtes Unentschieden. Gut, 1-1, wir wussten von vornherein, dass es ein schweres Spiel wird, ja, auch auf diesen engen Kiesstraßen mit sehr viel Kanulat. Wir sind eigentlich gut gestartet. Ich denke, das 1-0 war ein reguläres Tor, ja, das wir schießen. Schiedsrichter doch abseits entschieden. Ich denke, das wäre eine gute Dosenöffner gewesen. Danach musste ich verletzungsbedingt innerhalb von 5 Minuten die 2 IVs von mir auswechseln. Wir haben kurz mal die Ordnung verloren und kassieren dann genau in dem Moment auch das 1-0. Zu diesem Zeitpunkt auch gar nicht unverdient, da war Wagner auch gut im Spiel drin. Ja, zweite Halbzeit haben wir sehr viel vorgenommen. Wir haben natürlich profitiert von der frühen gelb-roten Karte des Gegners, aber trotz allem waren wir nicht weil zielstrebig und haben nicht immer die richtige Entscheidung getroffen. Ich denke dann an das ganze Spiel, das ist 1-1 auch in Ordnung. Aber wie gesagt, mehr war auch nicht drin.